Am 6. Juli 1876 jagt eine Meldung durch die Telegrafenleitungen der USA. General George Armstrong Custer und 261 Mann des 7. Kavallerieregiments sind von den Kriegern der Cheyenne und der Lakota an einem Fluss namens Little Bighorn im Montana-Territorium massakriert worden. Es gibt keine Überlebenden. This was a thunderbolt. Das kam aus heiterem Himmel. Der Westen war erobert. Wie konnte das geschehen? Es war wie der Untergang der Titanic. Es passte einfach nicht ins Bild. Überall im Land, ob in den Metropolen oder im kleinsten Ort, wird die Nachricht von Custers Tod mit fassungslosem Unglauben aufgenommen. Es war ein Schock. Das stand nicht im Drehbuch. So hätte es nicht enden sollen. In Philadelphia feiern die USA mit einer großen internationalen Ausstellung ausgelassen ihren 100. Geburtstag. Die Amerikaner blicken optimistisch in die Zukunft. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Die Nation hat den Bürgerkrieg überstanden, eine Eisenbahn quer durch den Kontinent gebaut und ist dabei, die endlosen Weiten des Westens zu besiedeln. Vor zwei Tagen hatten die USA noch ein Jahrhundert voll unglaublicher Leistungen und Entwicklungen gefeiert. Und dahinein platzt die Nachricht, dass Custer, die Ikone der siegreichen Armee des Bürgerkriegs, des Eisenbahnbaus, der Eroberung des Westens, von einem Haufen Wilder ausgelöscht worden war. Es gibt ein Poster von Budweiser, das Custers letztes Gefecht zeigt. Es hing damals wahrscheinlich in jeder Bar der USA. Weiße Männer umzingelt von einer düsteren Horde. Sie denken nicht daran, sich zu ergeben. Sie sind bereit, das höchste, letzte Opfer zu erbringen angesichts des heranstürmenden Feindes. Für Generationen von Amerikanern wurde dieses Bild zum Inbegriff des Westens, zum Inbegriff dessen, wofür Amerika stand. Wenn wir als Jungs in den 50er Jahren Custer spielten, war er für uns die Verkörperung amerikanischer Tapferkeit, des heldenhaften Kampfes bis zum Schluss. Eine einsame Gestalt auf einem Hügel inmitten seiner toten Männer. Natürlich wussten wir, dass auch er am Ende stirbt. Und wie Errol Flynn dann ins Herz getroffen heroisch fällt. Das war das Sinnbild amerikanischer Tapferkeit. So sterben Amerikaner im Krieg. Custer ist die zentrale Gestalt der letzten großen Schlacht der Indianerkriege. Und er verkörpert einige der grundlegenden Fragen der amerikanischen Geschichte. Was fangen wir mit dem Fortschritt an, den wir errungen haben? Was hat es die USA gekostet, das Land zu werden, das es ist? Was war der Preis und wer hat ihn bezahlt? Dritter Juli 1863. In der Nähe der kleinen Stadt Gettysburg in Pennsylvania stehen das Schicksal der Unionsarmee und der Ausgang des Bürgerkriegs auf Messers Schneide. Es ist der dritte Tag einer mörderischen Schlacht. Die Kavallerie der Südstaaten, die legendären Grauen Reiter unter General J.E.B. Stuart, drohen die rechte Flanke der Unionsarmee zu überrennen. Die Linien der Union weichen zurück. Die Veteranen der 1. Michigan-Kavallerie sind die letzte Reserve. In diesem Augenblick erscheint ein Reiter vor ihrer Front. Die Uniform aus schwarzem Samt, den Säbel hochgereckt, das strohblonde Haar weht im Wind. Es ist der 23-jährige Brigadegeneral George Armstrong Custer. Custer dreht sich zu seinen Männern um und ruft: "Mir nach, ihr Vielfraße!" Und dann preschen sie los. Die Pferde schreien richtig gehend, als die feindlichen Reihen ineinander krachen. So plötzlich und so heftig war der Zusammenprall, schreibt ein Überlebender, dass viele der Pferde stürzten und ihre Reiter unter sich begruben. Säbel klirrten aneinander, das Feuer der Pistolen, Aufforderungen sich zu ergeben und das Brüllen der Kämpfenden erfüllten die Luft. Als es vorbei ist, haben die Reihen der Union gehalten und Custers wilde Attacke hat dazu beigetragen, die berühmteste Schlacht des Bürgerkriegs zu gewinnen.
Sie können es Mut nennen oder schlicht Irrsinn. Auf jeden Fall zeigt es Custers Veranlagung, sich Hals über Kopf ins feindliche Feuer zu stürzen. Der Angriff war ein enormes Risiko, aber Custer war es eingegangen und es hatte sich ausgezahlt. George Custer war der erstgeborene Sohn eines ehemaligen Schmiedes, der jetzt eine Farm in der Nähe von Rumley in Ohio betrieb. Schon früh zeigt sich, dass der Junge nach Höherem strebt. Der Kongressabgeordnete für Rumley ist so beeindruckt von dem 17-Jährigen, dass er Custer trotz dessen mangelnder Bildung für einen der begehrten Plätze an der Militärakademie von West Point empfiehlt. West Point war für junge Männer wie Custer die Gelegenheit zu sozialem Aufstieg. Hier konnte er sich von seiner Herkunft absetzen. Er wollte mehr sein und hatte schon immer den Drang nach Größe gehabt. Er wollte berühmt werden, seine Spur in der Welt hinterlassen. Und West Point bot ihm das, vorausgesetzt, er überstand West Point. Custer hat alles, was für eine brillante Karriere in der Kavallerie nötig ist. Aber wenn er nicht im Sattel sitzt, ist er ein unbändiger Rebell, der keine Autorität respektiert. Er lebt am Limit. Einerseits hat er ein enormes Bedürfnis, dazu zu gehören, andererseits will er herausragen. Er ist ein Draufgänger. Als er im Juni 1861 West Point verlässt, enthält die Akte des jungen Offiziers eine Liste von Verstößen und Disziplinarstrafen, wie sie in der Geschichte der Akademie noch nicht vorgekommen ist. Custer war der schlechteste seines Jahrgangs. Das heißt nicht, dass er dumm war. Wann immer er in ernste Schwierigkeiten geriet, setzte er sich hin und fing wieder von vorn an. Er führte ein chaotisches, ausgelassenes Leben, aber er war auch enorm zielstrebig. Unmittelbar nach Custers Beförderung zum Offizier beginnt der Bürgerkrieg. Und sein Verhalten auf dem Schlachtfeld beweist, dass er imstande ist, Männer zu führen. Er sieht, dass der Krieg die Chance für einen schnellen Aufstieg bietet. Und er begreift, das einzige Kapital, das er einzusetzen hat, ist sein Leben. Wenn er sich auszeichnen will, muss er die Gefahr suchen. Und das tut er. Er ist immer in vorderster Front. Mehr als einmal wird sein Pferd unter ihm erschossen. Und so wie er sich kleidet, ist er eine Einladung für jeden Scharfschützen. Er trägt einen weiten Hut mit einer Feder, ein hellrotes Halstuch, eine Jacke aus Samt mit goldenen Borten. Er fordert den Tod geradezu heraus. Bereits in seiner ersten Schlacht wird Custer für seine Tapferkeit lobend erwähnt. Der tollkühne junge Offizier zeichnet sich bei einer Reihe von Kavallerieattacken aus und wird zum Liebling der Nordstaatenpresse. Die New York Tribune schreibt: Künftige Romanautoren werden in Brigadegeneral Custer fast alles finden, was einen erstklassigen Helden ausmacht. Die Männer seines Regiments, von denen viele doppelt so alt sind wie er, verehren ihren Kommandeur. Sie folgen ihm bereitwillig in einige der härtesten Gefechte des Krieges und tragen stolz das hellrote Halstuch. Der Bürgerkrieg verlangte nach Führern wie Custer. Männer mit Wagemut und Elan, die ihre Soldaten mitrissen. Seit seiner Attacke in Gettysburg ist Custer einer der berühmtesten Offiziere der Armee. Er wird der Boy General genannt. Er kämpft weiter in vorderster Front bis zum allerletzten Tag des Krieges. Er ist es, der die weiße Flagge entgegennimmt, als der Süden unter General Robert E. Lee am 9. April 1865 in Appomattox kapituliert. Zu Custers größten Bewunderern gehört der Befehlshaber der Unionskavallerie, General Philip Sheridan. Er schenkt ihm den Tisch, auf dem die Kapitulation unterzeichnet wurde, und schreibt dazu an Custers Frau Libby: Erlauben Sie mir zu sagen, Madam, dass es kaum einen anderen in unseren Heeren gibt, der mehr zu diesem Ereignis beigetragen hat als Ihr tapferer Gatte. In den Monaten nach der Kapitulation fällt Custer die Umstellung auf den Dienst in Friedenszeiten alles andere als leicht. Er war auf dem Schlachtfeld zum Generalmajor der Freiwilligen aufgestiegen. Jetzt ist er wieder ein schlichter Hauptmann. In this post-war army.
Nach dem Krieg schrumpfte die Armee von 1,5 Millionen Mann auf 30.000. Und im gleichen Verhältnis schrumpfte auch die Anzahl der Offiziersstellen. Das hieß, die Aussichten auf eine Beförderung waren gleich null. Ein Offizier musste damit rechnen, 30 Jahre lang in dem Rang zu bleiben, den er innehatte. Er führte nicht länger Männer für die gute Sache in den Kampf. Die Armee wurde drastisch verkleinert. Während des Krieges hatte es mehr oder weniger jeden Tag eine Schlacht gegeben. Und auf einmal war das vorbei. Custer saß auf dem Trocknen. Er wusste einfach nicht, was er mit sich anfangen sollte. Und so wendete er sich dem Menschen zu, auf den er am meisten zählt, der den größten Einfluss auf ihn hat und das Fundament seines Seins ist. Und dieser Mensch ist seine Frau. Elizabeth Bacon Custer. Elizabeth Bacon Custer. Ach, Orty, wir müssen zusammen sterben. Besser das biederste Leben zu zweit als das hochfliegendste getrennt. Muss ich meiner Liebsten wiederholen, dass, solange sie lebt, sie mein Alles ist. Und wenn das Schicksal will, dass ich sterbe, wird mein letztes Gebet für sie sein. Mein letzter Atem ihren Namen sagen. Und der Himmel wird nicht der Himmel sein, bis wir wieder vereint sind. Sie waren einander zum ersten Mal in der kleinen Stadt Monroe in Michigan begegnet, als Custer mit 14 zu seiner Halbschwester kam, um an der Stebbins-Akademie zur Schule zu gehen. Im Herbst 1862 kehrt er als schneidiger 23-jähriger Hauptmann im Stab von General George McClellan nach Monroe zurück und gilt als einer der begehrtesten Junggesellen. Mit ihren 20 Jahren ist Libby eine strahlende, weltgewandte Erscheinung. Die einzige Tochter des einflussreichen Richters Daniel Bacon ist eine der gefragtesten jungen Damen von Monroe. Anfangs war sie von Custer nicht sehr beeindruckt, aber er war hartnäckig. Er sagte, er habe sich geschworen, sie zu heiraten, als er sie zum ersten Mal sah. Und auch wenn ihr Vater gegen die Verbindung war, stimmte sie schließlich zu. Was sie für Custer gewann, war die Tatsache, dass sie offensichtlich das Wichtigste in seinem Leben war. Sie war eine blendende Partie, auch hübsch und sehr klug. Das muss Custer angezogen haben. Ihre Beziehung war sehr leidenschaftlich und wurde von beiden idealisiert. Custers rasanter Aufstieg während des Krieges bewegt Richter Bacon offenbar dazu, seine Vorbehalte gegen die Verbindung aufzugeben. Die beiden heiraten am 9. Februar 1864. Nach einem kurzen Hochzeitsurlaub muss Custer wieder in den Krieg. Seine junge Frau begleitet ihn. Anders als die meisten Offiziersfrauen will Libby dabei sein. Und so wohnt sie in einem Zelt oder irgendeinem Haus in der Nähe der Front. Das wird auch den Rest ihres gemeinsamen Lebens so bleiben. Libby war auf ihre Art eine sehr charismatische, überaus loyale Persönlichkeit. Es scheint, als ob seine Karriere ihr gemeinsames Projekt war. Ich glaube, sie teilte Custers Streben nach Größe und wollte daran teilhaben. Wenn sie doch einmal durch den Kriegsverlauf getrennt werden, schreiben sie einander unaufhörlich. Manchmal sind ihre Briefe mehr als 20 Seiten lang. Er nennt sie meine Rosenknospe oder mein Sonnenstrahl oder einfach mein kleines Lieblingsmädchen. Sie nennt ihn Orty, eine Koseform seines zweiten Vornamens Armstrong. Mein lieber alter Beistand oder einfach nur Bo. Von Anfang an betrachten sie ihr beider Leben als Einheit. Wenn ich daran denke, wie erfolgreich ich letztens war und wie viel von meinen Leistungen und meiner Tapferkeit die Rede war, dann denke ich, sie wird davon hören und stolz auf ihren Jungen sein. Bedenke immer, ich kann nicht lieben, wie ich es tue, ohne dass mein Leben mit deinem verschmilzt. Ich will meine Persönlichkeit nicht aufgeben, aber ich will, wie es eine Ehefrau sollte, Teil ihres Mannes sein, ein Leben in seinem Leben. Ich habe unterwürfige Frauen nie bewundert, aber ich möchte zu meinem Mann als überlegen in Urteil und Erfahrung aufblicken und von ihm in allen Dingen geleitet werden.
Es war eine echte Partnerschaft. Sie tat, was sie konnte, um ihn zu fördern, weil sie überzeugt war, dass er etwas zu bieten hatte und dass er Geschichte machen würde. Endlich, im Herbst 1866, wird ihm der Posten des stellvertretenden Kommandeurs der 7. Kavallerie angeboten, ein Regiment, das für den Dienst in den Prärien von Kansas und Oklahoma bestimmt ist. Er wird zum Oberstleutnant befördert. Endlich kann er eine Truppe nach seinen Vorstellungen formen. Er ist gerettet. Mitte Oktober 1866 erreichen George, Libby, ihre Köchin Eliza und Custers Hundemeute Fort Riley in Nordost-Kansas. Die Grenze zum Westen ist zum Schauplatz ständiger Unruhen geworden. Die Eisenbahn dringt immer weiter ins Land und zieht Wellen von Siedlern nach. Immer häufiger kommt es zu Zusammenstößen mit den Ureinwohnern der Prärien. In der Hauptstadt Washington vertreten Reformer im Amt für Indianerangelegenheiten einen Kurs der Toleranz und des Entgegenkommens gegenüber den Stämmen. Aber die Stimmen aus dem Westen verlangen ihre Unterwerfung, wenn nicht gar ihre Ausrottung. Als Offizier muss Custer im Spannungsfeld dieser Vorstellungen handeln. Sein Befehlshaber ist General Winfield Scott Hancock. Sie haben den Auftrag, Trupps der Cheyenne und Lakota zur Strecke zu bringen, die einige der neuen Siedlungen an der Grenze von Kansas überfallen haben. Custer war jetzt also an der Indianergrenze. Das war damals der einzige Ort, an dem militärisch etwas los war. Der Feldzug, in den Custer dort verwickelt wird, wurde später Hancocks Krieg genannt. Und er war von Anfang an verpfuscht. Es ist kein Krieg wie gegen die Südstaaten. Die Sioux, die Cheyenne und die Arapahos wissen nichts über Napoleon und Taktik und es interessiert sie auch nicht. Custer kampiert mit seinen Truppen auf den Hügeln, damit er die Landschaft überblicken kann. Er lässt große Feuer anzünden. Und das Erste, was passiert, der Feind sieht die Feuer und verschwindet. Custer ist nicht klar, dass dies etwas ist, das wir als Guerillakrieg kennen. Es ist nicht so, dass er keinen Mut hätte. Er hat nur keine Gelegenheit, ihn zu beweisen. Er kann den Feind nicht finden und angreifen, wie er es gewohnt ist. Hancocks Feldzug zieht sich den ganzen Sommer über hin. Und als der Herbstregen einsetzt, liegt Custer nach ein paar unergiebigen Scharmützeln und gelegentlichen, ergebnislosen Verhandlungen mit seinen Truppen im Schlamm fest. Custer ist frustriert. Das führt alles nirgendwo hin. Der Feldzug ist verkorkst, er vermisst seine Frau, er ist alles andere als glücklich. Auch Libby ist deprimiert und wartet auf seine Rückkehr. Custers Stimmung verdüstert sich und die Moral seiner Männer sinkt ins Bodenlose. Einige desertieren sogar am helllichten Tag. Außer sich vor Wut befiehlt Custer Major Joel Elliott, die Männer zu verfolgen. Elliott solle keinen Leben zurückbringen. Tatsächlich werden einige der Deserteure getötet, andere schwer verletzt. Custer soll sich in Fort Leavenworth dafür verantworten. Aber als er hört, dass in Fort Riley die Cholera ausgebrochen ist, steigt er auf sein Pferd, verlässt die Truppe und reitet zu Libby. Custer war impulsiv, er ging immer aufs Ganze. Und er war ehrgeizig. Aber damit riskierte er seine Karriere. Er hatte die Kontrolle über sich verloren, weil er die Situation absolut unerträglich fand. Vor dem Kriegsgericht verteidigt Custer sein Handeln erbittert. Aber er wird in allen Punkten schuldig gesprochen, seines Kommandos entbunden und ihm wird für ein Jahr der Sold gesperrt. Für Libby hatten die Umstände dieses Kriegsgerichts etwas zutiefst Romantisches. Er war zu ihr zurückgekehrt. Sie sagte später, nach seinem Gewaltritt hätten sie diesen einen perfekten Tag gehabt. Ich glaube, ihr war dieser Moment so kostbar, weil er in ihren Augen bewies, dass sie für Custer wichtiger war als die Armee. Er hatte seine ganze Karriere aufs Spiel gesetzt, um bei ihr zu sein. Er hatte ihr mit diesem Ritt seine Liebe bewiesen. Beruflich war es eine Katastrophe. Custers erster Feldzug gegen die Indianer war auf jeder Ebene ein Fehlschlag. Er hat die Indianer nicht finden und erst recht nicht zum Kampf stellen können.
Mit seinem Vorgehen hat er sein Regiment gespalten und seine Karriere ruiniert. Libby steht zu ihrem Mann. An eine Freundin schreibt sie: Als er ein Kriegsgerichtsverfahren riskierte, tat er das im Wissen um die Konsequenzen. Wir sind entschlossen, uns nicht wieder zu trennen, selbst wenn er die Armee verlassen muss. Das Paar wohnt einige Monate als Gast von General Sheridan in Fort Leavenworth, aber schließlich kehren sie nach Monroe zurück. Es ist ein langer, heißer Sommer. George und Libby sind wieder vereint, aber es scheint, als habe Custers sprichwörtliches Glück ihn verlassen. Nach einem Streit mit einem korrupten Indianeragenten überfallen im Juli 1868 Krieger der Cheyenne mehrere weiße Siedlungen an der Grenze von Kansas. Sie töten 15 Männer und vergewaltigen 5 Frauen. Innerhalb weniger Wochen ist die gesamte Region in Aufruhr. Die Generäle Sherman und Sheridan sind entschlossen, die Indianer diesmal endgültig zu unterwerfen. Sie werden die gleiche Taktik anwenden, die schon die Südstaaten in die Knie gezwungen hat. Der Grundgedanke war, wenn wir im Winter angreifen, wenn die Cheyenne in ihren Lagern bleiben müssen, dann erwischen wir sie. Sheridan würde den Krieg ins Land der Cheyenne tragen, in einem Ausmaß, wie es bis dahin nie praktiziert worden war. Die Indianer unternahmen ihre Überfälle im Frühjahr und im Sommer. Dann war das Gras hoch und ihre Pferde satt. Im Winter saßen sie in abgelegenen Lagern, meist in der Nähe von Flüssen oder Bächen. Die enorme Weite des Westens schützte sie vor ihren Feinden. Sheridans Idee war, diese Lager mit seinen gut versorgten Truppen anzugreifen. Das war das Prinzip der verbrannten Erde. Es ging darum, den Willen des Feindes zu brechen, sein Land mit Krankheit und Verwüstung zu überziehen. Während Sheridan seine Operationen vorbereitet, tut sich für Custer und Libby in Monroe nicht viel. Seine Karriere liegt auf Eis. Er hat Geldprobleme. Er verdient ein bisschen mit Artikeln für Jagdzeitschriften, aber das ist so ziemlich alles. Er ist tief gefallen. Vom Generalmajor der Freiwilligen zum suspendierten Oberstleutnant, dem sein Regiment genommen wurde. Was immer es an Ruhm zu erringen gab, würden andere erringen. Libby und George schlagen in Monroe die Zeit tot. Es ist noch einige Monate hin, bis seine Suspendierung endet. Da erhält Custer ein Telegramm von Sheridan, der seine neue Art von Krieg gegen die Cheyenne plant. Er holt Custer wieder in den aktiven Dienst. Und damit beginnt ein neues Kapitel seiner Laufbahn im Westen. Sheridan weiß, dass Custer der Richtige ist für diese Art von schmutzigem, hässlichem Krieg. Er weiß, Custer hat die Tatkraft, die Energie und den Ehrgeiz, um zu erreichen, was nötig ist. Am 23. November 1868 rückt Custer mit seiner 7. Kavallerie von ihrer Operationsbasis Camp Supply im westlichen Oklahoma aus. Die Kolonne marschiert in eisiger Kälte durch tiefen Schnee ins Indianerland. Nach 3 Tagen entdecken sie die Spuren eines Kriegertrupps, der nach Süden unterwegs ist. Sie folgen der Fährte und stoßen auf ein Lager der Cheyenne an den Ufern des Washita. Custer weiß weder, wie viele Indianer sich in dem Lager befinden, noch ob sie überhaupt zu den Stämmen gehören, gegen die er vorgehen soll. Aber er ist entschlossen, anzugreifen. You
Du jagst dein Pferd durch den Schnee in das Dorf. Du schießt auf alles, was sich bewegt. Auf Frauen, auf Kinder, auf Alte. Du schießt auf Krieger, die auf dich schießen, auf Menschen, die weglaufen, auf Menschen, die sich ergeben wollen. Es ist ein Irrenhaus. Dutzende von Indianern werden getötet. Auch ihr Häuptling Black Kettle. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten. 103 Indianer liegen tot zwischen ihren Zelten. Unter den Toten sind einige Krieger. Aber die meisten Opfer sind alte Männer, Frauen und Kinder. Custer ist nicht klar, dass dieses Lager nur das erste einer ganzen Reihe von Zeltdörfern war und dass er auf sehr viel mehr Cheyenne und Arapaho gestoßen ist, als er erwartet hatte. Gegen Abend tauchen dann immer mehr Krieger aus diesen Lagern auf den Hügeln am Fluss auf. Die 7. Kavallerie droht eingeschlossen zu werden. Custer muss seine Männer jetzt schnell und sicher da rausbringen. Er lässt aufsitzen und sie reiten los auf die anderen Dörfer zu. Es ist eine Finte und sie funktioniert. Die Krieger, die sie fast schon umzingelt hatten, machen kehrt, um ihre Dörfer zu schützen. Als es dunkel ist, befiehlt Custer zu wenden und marschiert zurück in Richtung Camp Supply. Es ist wahrscheinlich Custers brillantester militärischer Schachzug. Als sie das Camp erreichen, lässt Custer seine Männer in Paradeformation einrücken. An der Spitze reiten seine Osage-Scouts und singen ihre Kriegslieder. Hinter ihnen 53 gefangene Cheyenne-Frauen und Kinder. Dann die Schwadronen der 7. Kavallerie, deren Gewehrläufe und Säbel in der Wintersonne blinken. Aber nicht alle Männer des Regiments sind zurückgekehrt. Major Joel Elliott und seine Kompanie werden vermisst und sind wahrscheinlich tot. Während des Angriffs hatte Elliott mit seinen Männern die Verfolgung einiger Cheyenne-Krieger aufgenommen und war nicht wieder aufgetaucht. Angesichts der hereinbrechenden Nacht und der drohenden Umzingelung durch die Indianer hatte Custer es abgelehnt, nach ihnen zu suchen. Wochen später werden ihre verstümmelten Leichen gefunden. Im Regiment heißt es, Custer habe Elliott und seine Kameraden im Stich gelassen. Einige seiner Offiziere verzeihen das Custer nie. Zu Custers schärfsten Kritikern gehört der dienstälteste Hauptmann des Regiments, Frederick Benteen. Er glaubte, Custer hätte Elliott und seine Männer ihrem Schicksal überlassen, und das war unverzeihlich. Und er findet, dass Custer nur Eindruck schinden wolle, um seine Karriere zu fördern und dafür seine Männer bedenkenlos opfert. Einige Zeitungen an der Ostküste werfen Custer vor, ein Indianermassaker begangen zu haben. Aber seine triumphale Version der Ereignisse setzt sich durch. Custer wird als der größte Indianerkämpfer des Westens gefeiert. Endlich hat die Armee der Vereinigten Staaten einen erfolgreichen Schlag gegen die Prairie-Stämme geführt. Custer und seine 7. Kavallerie sind die Helden des Landes. Die sogenannte Schlacht am Washita begründete Custers Ruf als Indianerkämpfer. Der ehemalige Bürgerkriegsheld hat einen neuen Status errungen. Das war ein wichtiger Schritt auf seinem Weg zu einer Ikone der amerikanischen Kultur. Auch wenn Elliott und seine Männer gefallen sind, die Schlacht am Washita hat Custer wieder in die Schlagzeilen gebracht. Diesmal als Held des Westens. Der Westen hat Custer praktisch erlöst. Auf den Prärien konnte er seinem Pferd die Sporen geben und drauf losgaloppieren, wie bei seinen Kavallerieattacken während des Bürgerkriegs. Es war ein neues Land voller Exotik, Entdeckungen und Gefahr. Der Mythos des Westens wirkte deshalb so stark, weil er jedem eine Chance versprach. Jeder echte Amerikaner fand sich in diesem Mythos wieder. Es ging um Expansion und die Zukunft der Nation. Custer begriff, dass der Westen die Bühne war, auf der das nächste große Drama spielen würde. Die Geschichte verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Indianern des Nordwestens. An den Ufern des Yellowstone in Montana war es zu einem Zusammenstoß zwischen Kriegern der Lakota und einem Vermessungstrupp der Northern Pacific Eisenbahn gekommen.
Auf einmal rief ein Häuptling namens Sitting Bull: Wer mit mir rauchen will, der begleite mich. Dann ging er auf die Weißen zu. Vier seiner Männer schlossen sich an und setzten sich zu ihm, um zu rauchen, während um sie herum die Kugeln pfiffen. Er saß einfach da, schaute sich um und rauchte in aller Ruhe, erinnerte sich Sitting Bulls Neffe. Die anderen pafften krampfhaft und mit rasenden Herzen vor sich hin. Als er ausgeraucht hatte, reinigte Sitting Bull sorgsam seine Pfeife mit einem Stöckchen, stand auf und ging, immer noch von Kugeln umschwirrt, zu den anderen Kriegern zurück. Für seinen Neffen White Bull war es das Tapferste, was er je gesehen hatte. Sitting Bull ist ein Anführer der Hangpapa, einer Untergruppe der Titan Sioux oder Lakota. Er ist berühmt als Krieger und für seine prophetischen Visionen. Sitting Bulls Macht, sein Aufstieg, gründeten auf Spiritualität. Er hatte enorme Visionen. Und wenn Sie in seine Augen blicken, dann sehen Sie das auch. Er führte, indem er voranging, und hatte sich schon mehrfach durch seine Tapferkeit hervorgetan. Mit seinem Charisma und seiner Spiritualität war er für die Lakota genau die Persönlichkeit, die sie brauchten, als sie einer alles umwälzenden Entwicklung gegenüberstanden, dem Herandrängen der weißen Zivilisation. Einige Monate vor dem Massaker am Washita war durch den Vertrag von Fort Laramie das große Sioux-Reservat geschaffen worden. Es umfasste den größten Teil des heutigen Süd-Dakota und Zehntausende von Hektar westlich und nördlich davon, nicht zuletzt die Black Hills. Die Black Hills waren für die Lakota so wichtig wie das Atmen. Nicht nur, weil sie hier jagten, es war heiliges Gebiet. Hier wurden sie geboren, hier lebten sie und hier starben sie. Es gab viele heilige Orte in den Black Hills. Das war ihr Rückgrat, der Ort ihrer Schöpfung. In den Klauseln des Vertrags war den Sioux dieses Land für immer zugestanden worden. Im Gegenzug sollten sie ihre Angriffe auf amerikanische Siedler einstellen, Frieden halten und Nahrungsmittel von der Regierung entgegennehmen, die von sogenannten Indianeragenturen ausgegeben wurden. Die Mehrheit der Sioux hat sich für diesen Weg entschieden. Aber Sitting Bull weigert sich, den Vertrag anzuerkennen und erst recht ihn zu unterzeichnen. Er und seine Anhänger, die General Sheridan als feindliche Indianer bezeichnet, ziehen weiter mit den Büffelherden durch die Prärien, wie sie es schon immer getan haben. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit Eisenbahnarbeitern und weißen Siedlern. Und immer wieder schließen sich junge Krieger aus dem Reservat Sitting Bull an, um im Sommer auf Büffeljagd zu gehen. Sitting Bull und seine Gruppe weigerten sich einfach, zu den Agenturen zu kommen. Sie waren im Sozialen und Spirituellen konservativ. Sie waren entschlossen, an ihrem guten alten Leben festzuhalten. Sitting Bull verachtet die Sioux im Reservat. Ihr seid Narren, euch für ein Stück fetten Schinken, einen kantenhartes Brot und ein bisschen Zucker und Kaffee zu Sklaven zu machen, sagt er. Und die Weißen mögen mich irgendwann erwischen. Aber bis dahin werde ich eine gute Zeit haben. In den folgenden Jahren hat Sitting Bull immer mehr Zulauf. Custer ist in dieser Zeit vor allem damit beschäftigt, das Interesse der Öffentlichkeit an seiner Person wachzuhalten. Er organisiert Büffeljagden für Prominente, leitet eine Vermessungsexpedition für eine zukünftige Bahnstrecke mitten durchs Land der Lakota und schreibt Artikel über seine Taten für das Galaxy-Magazin. 1873 wird er an einen neuen Standort im Dakota-Territorium versetzt. An einem windigen Abend im November treffen die Custers in Fort Abraham Lincoln ein. Nach dem Feldzug gegen die Cheyenne waren die Einheiten der 7. Kavallerie als Besatzungstruppen über die ganzen Südstaaten verteilt worden. Jetzt ist das Regiment zum ersten Mal wieder vereint und soll auf den nördlichen Ebenen militärische Präsenz zeigen. Fort Lincoln wird für das Regiment und die Custers zum ersten richtigen Zuhause. Es wurde auf einer Anhöhe am Westufer des Missouri, südlich der Stadt Bismarck, errichtet, um die Bautrupps der Northern Pacific Eisenbahn zu schützen.
Custer und Libby haben ein hübsches Quartier und sie halten Hof. Es gibt musikalische Abende, es wird Theater gespielt. Sie bieten den Offizieren seines Regiments Unterhaltung und ein gesellschaftliches Leben. Die beiden sind ein Glamour-Paar. Sie sind gesellig und genießen ihren Status. Es war eine glückliche Zeit. Was dieses kleine Idyll noch zusätzlich attraktiv machte, war die Anwesenheit seiner Familienangehörigen. Im Grunde hatte Custer die Atmosphäre seiner Jugend wieder erschaffen. Sein jüngerer Bruder Tom war da. Seine Schwester Maggie war mit einem Lieutenant Calhoun verheiratet. Und bald stieß auch Boston, der jüngste Bruder, zu ihnen. Fort Lincoln wurde also zu einer Art Custer-Enklave in Norddakota. Custer mochte es, von Leuten umgeben zu sein, die ihn liebten. Es war ein Mikrokosmos mit ihm als Zentrum. Aber nicht alle Offiziere des Regiments sind in dem erlesenen Kreis willkommen, den ein junger Leutnant als die königliche Familie verspottet. Offiziere, die für Custers Hang zur Selbstdarstellung nichts übrig haben, wie Frederick Benteen oder der dienstälteste Offizier des Regiments, Major Marcus Reno, werden auf abgelegene Außenposten versetzt. Libby war genauso ehrgeizig wie ihr Mann. Aber als Frau im 19. Jahrhundert musste sie eher indirekt agieren. Ihr Projekt war, die Karriere ihres Mannes zu fördern. Libby hatte einen hohen sozialen IQ. Sie konnte andere einschätzen. Custer war Custer. Er konnte die Situation in einer Schlacht einschätzen, aber im gesellschaftlichen Umgang schoss er oft daneben. Sie sagte oft, George, bist du sicher, dass du das so meinst? Sie waren ein Team. They were truly the power couple of their day. George and Libby Custer. Sie waren jung und schön. They were beautiful. They were childless. Sie hatten keine Kinder. Ich nehme an, das war irgendwann geplant, aber es sollte nicht sein. And that was not to be. Zwar sehnte sich besonders Libby nach einer großen Familie, aber schließlich fanden sie sich mit den Umständen ab und versuchten, die Vorteile zu sehen. Wie schwierig und lästig wären doch Babys für uns, schreibt Custer. Unser Vergnügen würde ständig gestört und eingeschränkt. Sie erschienen als das Paar schlechthin. Tatsächlich gab es hinter den Kulissen etliche Anzeichen dafür, dass die Ehe in Schwierigkeiten war. Er liebte die Karten und das Glücksspiel. Er liebte das Risiko. Und es ist anzunehmen, dass es zumindest eine Zeit lang keine einfache Ehe war. Custer macht kein Geheimnis daraus, dass er auf seinen häufigen Reisen nach New York und Washington die Nächte in der Gesellschaft von Lebedamen und Opernsängerinnen durchmacht. Er schrieb Libby andauernd, dass er seine Zeit mit anderen Frauen verbrachte. Ich glaube, er hatte das kindliche Bedürfnis, seiner Frau zu demonstrieren, dass auch andere Frauen ihn bewunderten. Im Winter 1869 lebten sie getrennt. Wir wissen nicht genau warum, aber er schrieb ihr einen Brief, in dem er sagt, ich wünschte, du wärest nicht so zornig, sie bedeutet mir nichts. Manchmal schrieb sie ihm einfach nicht. Und dann bettelte er nach Briefen. Im Dezember 1870 war die Ehe auf dem Tiefpunkt. Sie würden auch dieses Jahr Weihnachten getrennt verbringen, das zweite Mal hintereinander. Er schrieb einen langen, zerknirschten Brief. Er versprach, nie wieder eine Karte anzurühren, aber er sprach auch von seinem unverzeihlichen Verhalten und dass er Angst hat, die beste Beziehung, die er je hatte, ruiniert zu haben. Ich glaube, ihre Versöhnungen waren sehr stürmisch, sehr romantisch. Die beiden brauchten einander. Am 2. Juli 1874 rücken Custer und die 7. Kavallerie zu den Klängen des Regimentsmarsches Gary Owen aus Fort Lincoln zu einer Expedition in die Black Hills aus.
Diesmal ist Libby nicht dabei. Die offizielle Begründung für das Unternehmen ist die Suche nach einem Standort für ein neues Fort. Von dort aus, so hofft General Sheridan, kann die Kavallerie die sogenannten feindlichen Indianer, die durch das Territorium streifen, besser kontrollieren. Nach außen hin hält die Regierung in Washington daran fest, dass die Black Hills den Lakota zustehen. Hinter verschlossenen Türen sieht es anders aus. Die Expedition soll einen Konflikt mit Sitting Bull provozieren. Anschließend würde sich eine Welle weißer Siedler in die Region ergießen und den Vertrag von Fort Laramie gegenstandslos machen. Es war eine Riesensache. 1000 Soldaten, 110 Wagen, 70 indianische Scouts, Geologen, Botaniker, 4 Zeitungsreporter. Und wahrscheinlich am wichtigsten von allen, 2 Bergbaufachleute, die nach schürfbaren Bodenschätzen suchen sollten. Die Expedition in die Black Hills war auf Custer geradezu zugeschnitten. Das Ganze hatte etwas von einem Wanderzirkus und Custer war der Direktor. Es war eine Riesenbühne und er nutzte sie. Custer war von einer rastlosen Energie erfüllt, die nicht einzudämmen war. Deshalb war diese Expedition ein ideales Ventil für ihn. Sie gab ihm Gelegenheit, seinen zahlreichen Interessen und Hobbys nachzugehen und das vor den Augen der Reporter. Er hatte sich das Ausstopfen beigebracht und schickte seine Arbeiten an einige der größten Naturkundemuseen des Landes. Er schoss einen Bären und ließ sich anschließend in seinem Hirschleder-Outfit fotografieren. Er präsentierte sich als Held des Westens. Auf ein Publikum, das mit James Fenimore Cooper groß geworden war, hatten diese Bilder eine starke Wirkung. Während der Expedition nutzte Custer jede Gelegenheit, sein Image auszubauen. Während des fast 4-wöchigen Marsches durch die Black Hills bekommen die Männer so gut wie keine feindlichen Indianer zu Gesicht. Und die Aktion ähnelt immer mehr einem Picknick. Custer weiß, dass die Berichte, die er aus den Black Hills schickt, in den Zeitungen an der Ostküste und in Chicago ausführlich zitiert werden. Er ist also wieder auf den Titelseiten. Und die Schlagzeile, die seinen Namen in aller Munde sein lässt, besteht aus einem einzigen Wort: Gold. Der erste Glimmer in den Pfannen der Schürfer war am 30. Juli 1874 am French Creek aufgetaucht. Das Gold liegt praktisch unter der Erde, verkündet eine Zeitung in Chicago. Die Bismarck Tribune schreibt, Custers Fund habe alle Aussichten, das Eldorado Amerikas zu werden. 1874. Als 1874 die Nachricht eingeht, dass es in den Black Hills Gold gibt, befinden sich die USA mitten in einer Depression. Also machen sich alle, die sich eine Ausrüstung leisten können, auch einige Frauen, auf den Weg, um in den Black Hills nach Gold zu schürfen. Die Haltung der Regierung dazu ist, die Goldsucher werden in das Land einfallen, es wird Krieg mit den Indianern geben und das ist unvermeidlich. Custer trifft am 30. August wieder in Fort Lincoln ein. Die Presse überschlägt sich mit Lob. Es gibt nur eine warnende Stimme. William Curtis, der Korrespondent der New York World, schrieb bereits vor der Expedition: Wir reizen die Indianer bis zum Wahnsinn, indem wir in ihre heiligen Gebiete eindringen und treiben sie auf einen Weg, der in einer furchtbaren Rache enden wird. In Fort Lincoln schrieb Custer eine regelmäßige Kolumne für ein Sportmagazin über die Jagd in den Plains. Und zwar unter dem Pseudonym Nomad, Nomade. Damals hat er offenbar begonnen, über seine Feinde, die Indianer, nachzudenken. Und er schreibt: Wenn ich ein Indianer wäre, würde ich bei den Männern sein wollen, die heute gegen mich kämpfen. Ich würde ein freies, offenes Wanderleben wollen. In solchen Äußerungen zeigt sich eine seltsame Gespaltenheit. Custer verkörpert hier die schizophrene Einstellung der weißen Amerikaner gegenüber den Indianern.
Seine Haltung gegenüber den sogenannten Wilden hat etwas Gequältes. Einerseits identifiziert er sich mit ihnen. Er ist stolz auf seine Kenntnisse ihrer Rituale und ihrer Lebensweise. Er bewundert und imitiert sie sogar in gewisser Weise. Andererseits ist er ein Produkt der weißen Zivilisation und sieht in den Indianern die Primitiven, deren Schicksal es sei, im Schatten der Geschichte zu vergehen. Im Herbst 1875, ein Jahr nach der Expedition in die Black Hills, haben 15.000 Goldsucher die Region überschwemmt. Sie gründen Städte wie Custer und Deadwood. Die Regierung hat angeboten, die Black Hills für 6 Millionen Dollar zu kaufen, aber die Lakota lehnen ab. Einige Krieger aus Sitting Bulls Umgebung hatten gedroht, jeden Häuptling zu töten, der seinen Namen unter einen derartigen Vertrag setzt. Die Regierung hatte auch früher schon Verträge mit Indianern abgeschlossen, aber jetzt gab es Gold in den Black Hills, also musste der Vertrag von Fort Laramie eben vorzeitig annulliert werden. Die Haltung der Regierung spielte Sitting Bull in die Hände, der ja nach einem Weg suchte, wie er sein Volk angesichts der Bedrohung aus dem Osten hinter sich bringen konnte. Sitting Bull ist entschlossen, nicht mit der Regierung zu verhandeln. Und er zieht weiter Krieger aus dem Reservat an sich, die mit ihm im Sommer auf die Jagd gehen wollen. Er baut eine Art Widerstandsbewegung gegen die weißen Invasoren auf. Am 3. November 1875 beruft Präsident Ulysses S. Grant eine Sitzung seiner wichtigsten Minister und Generäle ein, um die Indianerpolitik zu diskutieren. Obwohl der Vertrag von Fort Laramie immer noch Bestand hat, ist die Regierung entschlossen, eines der letzten indianischen Widerstandsgebiete im Westen zu eliminieren. Sie trifft zwei schicksalhafte Entscheidungen. Erstens, Washington wird nichts tun, um das Einströmen weißer Goldsucher in die Black Hills zu unterbinden. Zweitens, es ergeht ein Ultimatum. Jeder Lakota oder Cheyenne, der sich bis Ende Januar 1876 nicht bei einer der Indianeragenturen meldet, wird als feindlich betrachtet und von der Armee mit Gewalt dem Reservat zugeführt. Sheridan bezeichnete dieses Ultimatum später als beinahe guten Witz. Die Vorstellung, dass sich die Indianer durch die Schneemassen der nördlichen Ebenen auf den Weg in die Reservate machen sollten, war offensichtlich absurd. Die Regierung übte Druck aus, um einen schmutzigen kleinen Krieg zu provozieren, der den amerikanischen Imperialismus befördern sollte. Es war unbestreitbar eine kalkulierte Strategie, um die Lakota zu zwingen, die Black Hills zu verkaufen. Custer wäre die natürliche Wahl für die Leitung einer solchen Operation. Und ein neuer, siegreicher Feldzug gegen die Indianer könnte ihm endlich die ersehnte Beförderung zum Brigadegeneral einbringen. Mit 36 ist er kein junger Mann mehr. Das Kommando käme also zur rechten Zeit. Zumal Custer und Libby im Winter 1875 meistens an der Ostküste sind, um nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, die ihre finanzielle Zukunft sichern könnten. Deshalb versucht Custer in New York wichtige Leute kennenzulernen, die ihm einträgliche Geldanlagen vermitteln können. Nur war er als Geschäftsmann eine Katastrophe. Aber er glaubte immer, dass vielleicht der nächste Deal das große Geld bringt. Leider spielte er auch und verlor dabei eine Menge. Er war in finanziellen Schwierigkeiten. Er hatte in riskante Aktien investiert und in Silberminen, die nichts abwarfen. Er stand vor dem Ruin. Und seit der Expedition in die Black Hills hatte sich nicht viel getan. Custer hat seine Hoffnungen auf die Einnahmen aus einer Vortragstournee gesetzt, die er mit der Redpath Redneragentur vereinbart hat. Wenn du die Konditionen wüsstest, würden dir die Augen übergehen, schreibt er seinem Bruder Tom im Januar. Sie wollten, dass ich im Frühjahr anfange, aber ich habe abgelehnt, weil ich mehr Zeit für die Vorbereitung brauche. Dann, Ende März, als sich sein Regiment auf den Feldzug vorbereitet, wird Custer nach Washington befohlen. Er soll vor einem Ausschuss des Kongresses erscheinen, der die Praxis der Vertragsvergabe zwischen der Regierung und den Indianeragenturen untersucht. Custers Aussagen beruhen zum größten Teil auf Hörensagen. Aber das hindert ihn nicht, Orville Grant, den Bruder des Präsidenten, unlauterer Machenschaften zu beschuldigen.
Grant ist außer sich und befiehlt Custer, bei den Operationen allenfalls eine Nebenrolle zuzuweisen. Custer will sich entschuldigen, aber Grant weigert sich, ihn zu empfangen. Grant entzog ihm das Kommando über die 7. Kavallerie. Das hieß, Custer würde nicht auf die Jagd nach Sitting Bull gehen. Für Custer war das der absolute Tiefpunkt. Unmittelbar vor seinem vielleicht letzten Feldzug, bei dem ihm noch einmal Ruhm und alle möglichen Ehren winkten, hatte ihn seine Aussage zu Fall gebracht und ihm die Feindschaft des Präsidenten der USA eingetragen. Custer bleibt nichts übrig, als Grant um Gnade anzuflehen. Ich bitte Sie als Soldat, schreibt er an den Präsidenten, mir die Demütigung zu ersparen, mein Regiment gegen den Feind marschieren zu sehen und seine Gefahren nicht teilen zu dürfen. Grant lässt sich nicht erweichen. Aber Sheridan und General Alfred Terry wollen Custer unbedingt als Kommandeur. Am Ende ist es Terry, der Custer rettet. Terry ist eher ein Planer als ein Kämpfer. Und er ist ein gut Teil älter als Custer. Terry weiß, dass Custer vermutlich der beste Truppenführer ist, den er bekommen kann und am ehesten die Ziele erreichen wird, die der Armee gestellt sind. Also hilft er Custer, einen Brief aufzusetzen, der dessen Sache noch einmal darlegt. Custer bekommt sein Regiment zurück, mit einer Einschränkung. Terry wird die Marschkolonne persönlich führen. Custer ist wie ein Schuljunge, der ständig in Schwierigkeiten gerät. Aber mit seinem Charme und seinem Lächeln schafft er es jedes Mal, sich aus der Affäre zu ziehen. Und so rückt er wieder ins Feld, um seinen Patzer wieder gut zu machen und um neue Lorbeeren zu ernten. Am 10. Mai 1876, als General Terry und ein kleinlauter Custer in Bismarck eintreffen, eröffnet Präsident Grant in Philadelphia die internationale Ausstellung zur 100-Jahr-Feier der USA. Es ist eine beeindruckende Veranstaltung. In mehr als 200 Gebäuden werden Hunderte von Errungenschaften präsentiert. Darunter eine riesige Corliss-Dampfmaschine, eine neue Gewürzsoße namens Heinz Ketchup und Alexander Graham Bells Telefon. Über 180.000 Menschen nehmen an der Eröffnung teil. Custer weiß, was die Ausstellung bedeutet und welche Publicity ihm eine Siegesmeldung in diesem Rahmen eintragen würde. Es ist abzusehen, welches Ausmaß die Berichterstattung und die öffentliche Heldenverehrung annehmen werden, wenn er seinen, wie er glaubt, unausweichlichen Sieg über die Sioux und die Cheyenne rechtzeitig erringt. Am 17. Mai 1876 bricht die 7. Kavallerie zu ihrem Marsch nach Westen auf. Das Ultimatum der Regierung ist verstrichen. Sitting Bull und seine Krieger streifen immer noch durchs Land. Terrys und Custers Befehl lautet, sie in die Reservate zu treiben oder sie im Verlauf dieser Aktion zu vernichten. Dieses Mal begleitet Libby das Regiment wenigstens einen Tag weit. Das Regiment zählt 670 Mann in 12 Kompanien, jede befehligt von einem Hauptmann. Dazu kommen Führer, Übersetzer und indianische Scouts, zumeist Crow oder Arikara, die sich als Todfeinde der Lakota mit den Weißen verbündet haben. Zu Custers Stab gehören sein Adjutant, Lieutenant William Cook, sein Bruder Tom als persönlicher Sekretär, sein zweiter Bruder Boston als Führer und sein Neffe Orty Reed, der sich als Zivilist im Zug angeschlossen hat. Custers Schwager, Lieutenant Calhoun, kommandiert eine der Kompanien. Die jüngeren Offiziere standen geschlossen hinter Custer. Sie trugen sogar die gleichen Hirschlederjacken wie er. Sie würden ihm überall hin folgen. Aber da waren auch noch Benteen und ein paar andere, die Custer nicht in den Himmel hoben. Und das hieß, es gab Spannungen bei allem, was im Regiment passierte. Einer der Offiziere, die nicht zu Custers Kreis gehören, ist Major Marcus Reno. Er hat sich im Bürgerkrieg nicht besonders ausgezeichnet. Er wird verschlossen, grüblerisch und hat eine Schwäche für Whisky. Reno hegt den Ehrgeiz, das Regiment zu übernehmen,
aber seine Chance, sich hervorzutun, ist nie gekommen. Die Arikara nannten ihn den Mann mit dem düsteren Gesicht, und das trifft es auch. Es war, als ob eine dunkle Wolke über ihm hing und er ständig gegen ein Unrecht ankämpfte, das schon sein Leben lang in ihm schwelte. General Terry plant einen Aufmarsch in drei Kolonnen. Er selbst und Custer werden mit 1200 Mann von Fort Lincoln nach Westen marschieren. Colonel John Gibbon soll mit 440 Mann aus Montana nach Osten operieren. Und General George Crook mit noch einmal 1100 Mann aus Wyoming nordwärts vorstoßen. Ziel der drei Marschsäulen ist ein Gebiet am oberen Yellowstone mit seinen nach Norden strömenden Zuflüssen, dem Powder River, dem Tongue, dem Rosebud und dem Little Bighorn. Hier werden die Lager der Indianer vermutet. Ein Dampfschiff, die Far West, soll die Truppen am Yellowstone mit Nachschub versorgen. Terrys Strategie sah vor, mit drei Kolonnen in Sitting Bulls Land vorzudringen. Es war aber nie beabsichtigt, dass die Kolonnen sich vereinen und gemeinsam angreifen sollten. Terry hoffte vielmehr, dass eine Kolonne die Indianer auf eine andere zutreiben würde. Seine größte Sorge war, dass die Indianer entkommen könnten. Niemand machte sich Gedanken darüber, mit wie vielen Indianern sie es zu tun haben würden. Endlich ist Custer wieder im Sattel und seine Stimmung könnte nicht besser sein. Trotz Terrys Befehl, bei der Truppe zu bleiben, unternimmt er mit seinen Brüdern immer wieder spontane Jagdausflüge und Erkundungsritte. Der Marsch hat kaum begonnen, da tut er alles, um sich abzusetzen. Custer und seine Brüder amüsieren sich prächtig auf ihren wilden Ritten kreuz und quer durchs Land. Terry ist zunehmend ungehalten, bis er sich Custer schließlich vornimmt und sagt, sie müssen bei der Truppe bleiben. Am 7. Juni erreichen sie den Zusammenfluss von Yellowstone und Powder River. Terry, der möglicherweise Custer eine Lektion erteilen will, schickt Major Reno mit der Hälfte des Regiments nach Süden, um entlang des Powder River nach Sitting Bull und seinen Kriegern zu suchen. Die Entscheidung, Reno mit dieser Aufgabe zu betrauen, schockiert das Regiment. Ein Offizier schreibt in sein Tagebuch, es wird gerätselt, warum General Custer nicht das Kommando hat, aber bis jetzt hat noch niemand eine Erklärung dafür. Custer soll mit dem Rest des Regiments zu einem Treffpunkt marschieren. Unterwegs stoßen sie auf ein verlassenes Lakota-Lager, wo Hunderte, wenn nicht Tausende von Indianern überwintert haben. Und sie finden die Überreste eines Soldaten, der anscheinend zu Tode gefoltert und dann verbrannt worden war. Als Custer den Totenschädel sieht, ist er sichtlich bewegt. Er lässt unmittelbar neben der indianischen Bestattungsstätte das Lager aufschlagen. Custer war offenbar auf Rache aus. Also holt er seine Brüder und ein paar andere Offiziere und beginnt, die Totenstätte systematisch zu verwüsten. Es war für sie ein Riesenspaß. In ihren Briefen schreiben sie, was für tolle Sachen sie gefunden hätten. Aber für einige Offiziere und Soldaten war diese Entweihung einfach nur abstoßend. 4 Tage später stößt Reno wieder zur Truppe. Er bringt aufregende Nachrichten. Entgegen seinen Befehlen ist er bis zum Rosebud vorgedrungen und hat zahlreiche Spuren gefunden, die nur aus Sitting Bulls Lager kommen konnten. Reno war ihnen mehrere Meilen gefolgt. Aber da seine Vorräte zu Ende gingen, entschloss er sich, zur Hauptmacht zurückzukehren. Custer war außer sich. Er sagte zu Reno, wenn Sie das Dorf vor sich haben, warum setzen Sie dann nicht nach? Für Custer war Reno schlicht feige gewesen. So handelte ein Soldat nicht. Wenn Sie einen großen Sieg erringen können, selbst wenn Sie dadurch gegen Befehle verstoßen, dann greifen Sie an. Reno hatte die Situation überdacht und sich anders entschieden. Custer konnte es nicht begreifen. Custer ist über Renos Vorsicht so empört, dass er einen anonymen Brief an den New York Herald schreibt, indem er Renos Mut in Frage stellt. Ein zaghaft Herz gewann nie die schöne Dame, noch erstürmt es je ein Dorf der Indianer. Am 21. Juni ruft Terry am Zusammenfluss des Rosebud und des Yellowstone
seine Kommandeure zu einer Besprechung in seiner Kabine auf der Far West. Nur Major Reno ist nicht dabei. Terry befiehlt Custer, zu dem Punkt zu marschieren, wo Reno die Indianerspuren gefunden hat. Aber anstatt ihnen zu folgen, soll Custer weiter nach Süden ausholen, um dann das Lager mit den Truppen Gibbons und Terrys in die Zange zu nehmen. Custer war eine bekannte Größe. Terry wusste, woran er mit ihm war. Er kann nicht ernstlich geglaubt haben, dass Custer anderthalb Tage warten würde, bis er und Gibbon von Norden her heranmarschiert waren. Tatsächlich hatte Terry dafür gesorgt, dass er in einer guten Position war und einen großen Sieg erringen würde, wenn alles nach Plan lief. Wenn nicht, war er abgesichert, weil Custer, um anzugreifen, gegen Terrys Befehl verstoßen musste. Und alle wussten, genau das würde Custer tun. Terry war völlig klar, wenn er Custer in Marsch setzte, würde der die Indianer suchen und angreifen. Custer riss sich also nicht von der Leine los, er wurde losgelassen. Und damit war die Jagd eröffnet. Custer war wie einer der Wolfshunde, die er so liebte. Er hatte Witterung aufgenommen und war mit 150 Sachen unterwegs und nichts würde ihn aufhalten. Alle wussten das. Deshalb hatten sie ihn geholt. Die allgemeine Annahme war, dass die Indianer keine allzu guten Kämpfer waren. Sie schossen ein bisschen aus dem Hinterhalt, hielten ihre Gegner hin, dann jagten sie auseinander und verschwanden. Die Standarddoktrin der Armee für den Angriff auf ein Indianerlager sah eine gleichzeitige Attacke von mehreren Seiten vor. Da die Indianer keine Befehlsstruktur hatten, würden sie keinen koordinierten Widerstand leisten und entweder fliehen oder sich ergeben. Auf diese Weise konnte also theoretisch eine kleinere Streitmacht eine sehr viel stärkere indianische besiegen. Am 22. Juni brechen Custer und die 7. Kavallerie nach Süden auf. Eine Maultierkolonne mit Lebensmitteln und Munition folgt ihnen. Fünf Tage zuvor lagerten General George Crook und seine Truppe an den Ufern des Rosebud, als auf einmal eine Übermacht von Lakota- und Cheyenne-Kriegern zwischen den Hügeln hervorbrach. Crooks Männer versuchten verzweifelt standzuhalten, als Welle auf Welle heranstürmte. Nur die Tapferkeit der Shoshone und Crow Scouts verhinderte, dass Crooks Truppe überrannt wurde. Am nächsten Tag zog sich Crook erschüttert zurück. Nie zuvor hatten Indianer in solcher Stärke offen angegriffen und den Kampf den ganzen Tag hindurch aufrechterhalten. Crook sandte einen Bericht an General Sheridan in Chicago, aber er unterließ es, Terry zu informieren. Unter den Lakota und Cheyenne war es zu einem grundsätzlichen Umschwung gekommen. Sitting Bulls Unterstützer wurden mit jedem Tag zahlreicher. Er hatte eine Art Aufruf erlassen. Kommt alle, das ist vielleicht unser letzter Sommer hier auf den Ebenen. Und sie sammeln sich um Sitting Bull. Sie verlassen die Reservate, um sich in einer großen Gruppe zusammenzufinden und gegen die Eindringlinge und diese direkte Bedrohung zu kämpfen. Sie waren verzweifelt und so wurden es immer mehr, die zusammenströmten. Und bald wimmelte es im Tal des Little Bighorn nur so. Eine Pferdeherde von mehreren tausend Tieren. Und in den großen Zeltlagern nicht Hunderte, sondern Tausende und Abertausende von Menschen. Es ist die vielleicht größte Zusammenkunft amerikanischer Ureinwohner, die es auf den Ebenen des Nordens je gegeben hat. Sitting Bulls Volk kann weder auswandern noch fliehen. Es gibt für sie keinen anderen Ort als diesen hier. Es ist der letzte große Kampf der Lakota um ihre Heimat. Am 23. Juni findet Custers Truppe die Spur zu Sitting Bulls Lager und folgt ihr. Es sind viele, bemerkt Custer gegenüber seinem Burschen John Bergman. Mehr als wir dachten. Bergman fragt, ob es nicht zu viele seien. Custer lächelt. Was die 7. nicht schafft, schafft die ganze Armee nicht. Custer fürchtet, dass sich das Lager auflöst und treibt seine Männer vorwärts.
Nach einem nächtlichen Gewaltmarsch erreicht die erschöpfte Truppe den Osthang einer Wasserscheide in den Wolf Mountains. Auf der anderen Seite, hofft Custer, liegt das Lager Sitting Bulls. Wenn es seinen Männern gelingt, das Lager unbemerkt zu umzingeln und sie die Überraschung ausnutzen können, dann winkt Custer der Sieg, den er so dringend braucht. Im Morgengrauen des 25. Juni klettert Custer den Hang hinauf, bis er eine Stelle erreicht, die das Krähennest genannt wird. Das Lager ist nicht unmittelbar zu sehen, das Gelände ist unübersichtlich. Aber im Little Big Horn Tal steigt eine große Rauchwolke auf. Die Crow Scouts erkannten es als Erste. Sie sagten, da unten sind mehr Indianer als die Armee Kugeln. Custer ist skeptisch, ob es überhaupt ein Lager ist. Schließlich hat er verdammt gute Augen und er kann keins sehen. Aber dann ist er überzeugt. Und ob das Lager nun zu sehen ist oder nicht, dies ist seine Gelegenheit. Kurz darauf erhält Custer die Meldung, dass einige Sioux in der Nähe des Maultierzuges aufgetaucht sind, der den Truppen folgt. Custer befürchtet, dass seine Streitmacht entdeckt wurde. Seine Männer sind erschöpft, sie sind Tag und Nacht marschiert und jetzt stehen sie vor einer Schlacht gegen einen wer weiß wie hoch überlegenen Feind. Kurz nach Mittag am 25. Juni teilt Custer seine Streitmacht. 5 Kompanien mit etwa 200 Mann bleiben unter seinem Befehl, während Reno und Bentin je 3 Kompanien übernehmen. Custers gesamter innerer Kreis ritt mit seiner Abteilung. Das heißt, das Kommando über die beiden Abteilungen, die die entscheidende Aufgabe hatten, die Aufmerksamkeit des Lagers auf sich zu ziehen, damit Custer es umgehen konnte, lag in den Händen von Männern, gegen die er eine tiefe Abneigung hegte. Marcus Reno und Frederick Bentin. Custer drängt zum Vormarsch und folgt den Spuren der Indianer entlang eines kleinen Flusses, des Sundance Creek. Aus den Meldungen seiner Kundschaft erschließt er, dass die Indianer dabei sind, das Lager aufzulösen. Seine größte Befürchtung scheint sich zu bewahrheiten. Custer schickt Bentin in Richtung einer Hügelgruppe zu seiner Linken, um zu verhindern, dass die Indianer nach Südwesten entkommen. Als er voraus eine Staubwolke sieht, nimmt er an, dass die Indianer begonnen haben, sich zu zerstreuen. Er befiehlt Reno anzugreifen und verspricht, ihn zu unterstützen. Dann schwenkt Custer nach rechts auf ein paar Anhöhen zu, um das Lager zu umgehen und von Norden her anzugreifen. Er erreicht die Anhöhen und sieht das riesige, scheinbar schutzlose Lager endlich vor sich. Er schickt eine Nachricht an Bentin. Bentin, los, vorwärts, großes Lager. Kommen Sie schnell, Munition mitbringen. Dann schwenkt er seinen Hut und ruft seinen Männern zu: Hurra, Jungs, wir haben sie. Wir machen sie fertig und dann geht's nach Hause. Reno erhält den Befehl, das Lager anzugreifen. Er überquert den Little Big Horn und formiert seine kaum mehr als 100 Mann zur Attacke. Sie galoppieren ins Tal. Vom Lager ist immer noch nichts zu sehen. Dafür tauchen immer mehr Indianer auf. Als Renos Abteilung eine Biegung des Flusses erreicht, kommen Sitting Bulls Zelte in Sicht. Einige seiner Krieger reiten den Soldaten entgegen. Plötzlich lässt Reno anhalten und absitzen. Seine Männer bilden eine Schützenlinie und beginnen, ins Lager zu feuern. Er war überzeugt, dass Custer ihn in einen Hinterhalt geschickt hatte. Indem Reno eine Schützenlinie bilden ließ, zog er praktisch die Notbremse. Nur war es leider so, dass sich dadurch die Welle der Panik, die seinen Angriff auslösen sollte, brach und nun in seine Richtung zu fließen begann.
Sitting Bull sieht, wie Renos Männer absitzen und schickt seinen Neffen mit einem anderen Krieger vor, um zu sehen, ob die Soldaten verhandeln wollen. Aber beide werden niedergeschossen und schwer verwundet. Dann wird Sitting Bulls Lieblingspferd tödlich getroffen. Als immer mehr Krieger aus dem Lager auf sie zuströmen, bricht unter Renos Männern Panik aus und sie ziehen sich ungeordnet unter die Bäume am Fluss zurück. Die Soldaten waren auf so etwas nicht vorbereitet. Sie waren erschöpft. Sie waren die ganze Nacht geritten. Und jetzt kommen da diese Indianer. Sie tragen Kriegsbemalung. Sie sehen zum Fürchten aus. Da reagiert niemand normal. Die Männer haben Todesangst. Und das nutzen die Indianer natürlich aus. Es war über 30 Grad, überall Pulverdampf, schreiende Männer, das schrille Zungentrillern der Indianerfrauen, die Kampfgesänge der Krieger. Bloody Knife, einer von Custers Lieblingsscouts, ritt neben Reno. Sie versuchten wieder Ordnung in die Reihen zu bekommen. Reno unterhielt sich mit Bloody Knife in Zeichensprache. Da wurde der Scout von einer Kugel in den Hinterkopf getroffen. Sein Blut und sein Hirn spritzten Reno ins Gesicht. Das war anscheinend zu viel. Reno stand offensichtlich unter Schock. Er ließ aufsitzen und wieder absitzen. Danach brach die Hölle los. Ich glaube, eine Erklärung für Renos Verhalten ist, er hatte während der Attacke durch das Tal Whisky getrunken. Das war nicht hilfreich. Jetzt, das Gesicht voller Blut, reckt er seine Pistole in die Luft und brüllt: Jeder, der leben will, mir nach, und gibt seinem Pferd die Sporen. Reno bricht durch die Bäume und reitet wie der Teufel zum Fluss. Die Indianer sitzen ihnen im Nacken. Das Ufer ist fast 3 Meter hoch, aber sie jagen ihre Pferde ins Wasser. Am anderen Ufer ist eine schmale Öffnung im Gebüsch, gerade breit genug für einen Mann. Und das wird ein schrecklicher Engpass. Einige Soldaten warfen in ihrer Panik sogar ihre Gewehre weg, nur um da durchzukommen. Aber ihre Pferde waren müde. Die der Indianer waren frisch. Die Indianer sagten, es sei wie eine Büffeljagd gewesen. Die Überlebenden schaffen es auf die Anhöhe. Reno und seine Männer sind offensichtlich schwer traumatisiert, als sie das Tal hinter sich gelassen haben. Als Reno den Hügelkamm erreicht, sieht er Bentin heranrücken. Um Gottes Willen, Bentin, ruft er. Halten Sie Ihre Truppe an und helfen Sie mir. Ich habe die Hälfte meiner Männer verloren. Bentin zögert kurz, dann fragt er: Wo ist Custer? Renos Männer hatten Custer zuletzt gesehen, als er seinen Hut schwenkte. Dann war er hinter den Hügeln verschwunden. Obwohl Bentin Custers Befehl erhalten hat, kommen sie schnell, setzen sich Reno und er einfach nur ins Gras und reden. Sie tun nichts. Von Norden her, jenseits einer weiteren Hügelkette, ist schweres Feuer zu hören. Die Krieger, von denen Reno angegriffen wurde, sind alle in diese Richtung verschwunden. Aber Reno und Bentin tun 1,5 Stunden nichts. Sie reden über Custer und Reno erinnert an das Schicksal von Major Joel Elliott. Er sagt: Ich weiß, was Custer tut. Er ist abgezogen, wie damals. Und genau wie Elliott sind wir wahrscheinlich am Ende diejenigen, die es erwischt. Es ist beinahe unheimlich, wie in diesem kritischen Moment der Geist vom Washita auftritt und dafür sorgt, dass Custer ohne jede Unterstützung von seinen untergebenen Kommandeuren bleibt. Schließlich ist einer der anderen Offiziere, Captain Weir, ein guter Freund Custers, derart frustriert, weil trotz des Gefechtslärms im Norden nichts passiert, dass er beschließt, auf eigene Faust loszureiten. Bentin ist offenbar beschämt und gibt Befehl, Weir zu folgen. Als sie den nächsten Hügelkamm erreichen, sehen sie in der Ferne Wolken aus Staub und Pulverdampf. Sie sehen, wie Indianer offenbar nach unten in den Boden schießen.
Und dann sehen sie, wie sich diese Krieger zu einer Art Flutwelle formieren und auf sie zukommen. Ihnen wird klar, sie müssen sich zurückziehen und eine Position finden, wo sie sich verteidigen können. In den nächsten 36 Stunden wehren Reno und Benteen mit 400 Soldaten und Scouts die Angriffe von mehr als 2000 Lakota und Cheyenne ab. Als am 26. Juni die Sonne untergeht, beobachten die erschöpften Männer, wie die 8000 Indianer aus Sitting Bulls Lager mit ihren 20.000 Pferden nach Süden abziehen. Es muss eine beeindruckende Szene gewesen sein, nachdem Sitting Bull beschlossen hatte, das Lager abzubrechen. Hunde liefen bellend herum, die Krieger sangen ihre Siegeslieder. Männer und Frauen weinten, auch die Indianer hatten Verluste gehabt. Die Kavalleristen hatten nicht mit ganzem Herzen gekämpft, anders Sitting Bull und seine Krieger. Es ging um ihr Land. Dies war ihr letzter Kampf. Das war etwas völlig anderes. Sie kämpften um ihr Überleben, für ihre Art zu leben. Am nächsten Tag erreichen General Terry und Colonel Gibbon das Schlachtfeld. Ein vorausgesandter Offizier berichtet, er habe 197 Leichen auf den Hügeln gezählt. Als sie auf den Hügel kommen, ist Benteen einer der Ersten, der spricht. Wo ist Custer? Wir wissen es nicht genau, antwortet Terry. Aber auf der anderen Seite liegen ein paar hundert Tote und wir glauben, dass Custer dabei ist. Nein, sagt Benteen. Custer lebt und tränkt am Bighorn seine Pferde, während wir belagert wurden. Terry befiehlt Benteen mit seinen Leuten, das Schlachtfeld zu untersuchen. Sie reiten los und einer der Ersten, den sie finden, ist Custer. Benteen steigt von seinem Pferd, geht hinüber, blickt auf die Leiche und sagt, mein Gott, er ist es. Damit zerplatzt sein Rachetraum. Zwei Tage lang hatte er geglaubt, dass Custer sich in Sicherheit gebracht hatte und dass, falls Benteen und Reno überleben sollten, sie ihn dafür vors Kriegsgericht bringen würden. Und jetzt war Custer an Major Elliots Stelle. Custer war im Stich gelassen worden. Und so wie es aussah, war es Benteen, der ihn im Stich gelassen hatte. Die genauen Umstände von Custers Tod ließen sich nie klären. Mehrere Lakota und Cheyenne sagen später, er sei bereits zu Beginn der Schlacht gefallen, als er versuchte, den Bighorn an einer Stelle namens Medicine Tail Coulee zu überqueren. Ein Kavallerist behauptet, er habe Custer noch das Ufer des Flusses entlang reiten sehen. Andere glauben, dass er als einer der Letzten fiel, während er versuchte, am Nordende des Lagers Alte und Frauen gefangen zu nehmen. Wie Custer starb, wird immer ein Rätsel bleiben, weil niemand aus seiner unmittelbaren Umgebung überlebt hat. Es gab natürlich die Aussagen vieler Cheyenne und Lakota, aber auf dem Schlachtfeld herrschte das Chaos. Pulverdampf, Staub, ein Hagel von Pfeilen, durchgehende Pferde, Wellen von angreifenden Kriegern und mittendrin, nackt und schutzlos, die Soldaten. Es waren vielleicht noch 100. Und das war die Szene für jenes berühmte letzte Gefecht. Eine Handvoll Männer inmitten heranstürmender Feinde. Custers Leiche wird auf einem flachen Hügel gefunden. Er hat eine Schusswunde in der Brust und eine zweite in der linken Schläfe. Neben ihm liegt sein Bruder Tom. Nicht weit von ihnen Boston Custer, Orty Reed und William Cook. In den frühen Morgenstunden des 6. Juli 1876 legt die Far West nach einer Fahrt von 700 Meilen vor Fort Lincoln an,
und überbringt die Nachricht von der Katastrophe. Fast alle im Fort schlafen noch, aber natürlich haben sie die Signalpfeife des Dampfboots gehört, als es ein paar Stunden zuvor Bismarck passierte. Sie gehen zum Haus der Custers und klopfen an die Tür. Libby kommt mit ihrer Schwägerin, Custers Schwester, herunter und dann hören sie, was passiert ist. Libby Custer und 26 andere Frauen im Fort sind jetzt Witwen. Ein Anwesender schreibt: Stell dir den Schmerz dieser erschütterten Frauen vor. Ihr Schluchzen, ihre Flut von Tränen, den Kummer, für den es keinen Trost gibt. Libby ist ganz die Frau des Kommandeurs. Es ist ihre Aufgabe, den anderen Frauen Trost zu spenden, und dessen ist sie sich bewusst. Aber sie zittert, auch wenn es an diesem Tag sehr heiß ist. Als sie ihre Pflicht getan hat, verfällt sie in eine tiefe Depression. Sie konnten nicht akzeptieren, dass Custer von Indianern besiegt worden war. In einigen Artikeln stand sogar, Sitting Bull sei kein echter Indianer. Es konnte nicht sein, dass ein Indianer Weiße in eine Falle lockt. Sie schrieben, Sitting Bull müsse Napoleon studiert haben, um Custer zu schlagen. Er sei ein Spion, der West Point absolviert habe und dann zu den Sioux zurückgekehrt sei. Nur so ließe sich sein militärisches Genie erklären. Die Öffentlichkeit verlangt nach Rache. Und so schickt die Armee neue Truppen aus, um die Indianer zu verfolgen. Bis zum Herbst sind fast alle Lakota und Cheyenne in die Reservate zurückgedrängt. Nur Sitting Bull gibt nicht auf und zieht mit 5000 Lakota über die Grenze nach Kanada. Inzwischen wird nach einem Schuldigen für das Debakel am Little Bighorn gesucht. Ich erachte Custers Untergang als ein vollkommen unnützes Opfer von Truppen, erklärt Präsident Grant. General Terry schreibt in seinem Bericht die Verantwortung allein dem Kommandeur der 7. Kavallerie zu. Selbst Custers Förderer Sherman und Sheridan gestehen ein, dass es vorschnell und unvorsichtig gewesen sei, eine derart große Anzahl Indianer anzugreifen. Aber eine Stimme weigert sich, die ganze Schuld bei Custer zu sehen. Libby muss sich darüber klar werden, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen soll. Da sagt eine Cousine zu ihr, würdest du nicht eher die Witwe eines solchen Mannes sein wollen, als die Frau irgendeines anderen? Und genau das ist es, wofür sich Libby entscheidet. Sie wird alles tun, um Custers Ansehen zu bewahren. Libby findet einen Verbündeten für ihre Kampagne zur Glorifizierung ihres gefallenen Mannes. Frederick Whittaker, einen erfolgreichen Groschenromanautor. Sie gewährt ihm Einblick in Custers Briefe und das Ergebnis ist eine schnell geschriebene, schmeichelhafte Biografie, die Custers Mut und Tapferkeit in hellsten Farben malt. Whittaker flickte aus Zeitungsberichten und Magazinen ein Sammelsurium von Ereignissen zusammen und machte daraus eine große Geschichte. Und das wurde die Grundlage der Custer-Legende. Der Schurke in Whittakers Buch ist Marcus Reno. Er kämpft den Rest seines Lebens vergebens darum, seinen Ruf zu retten. Er versinkt im Alkohol, wird aus der Armee entlassen und stirbt 1889 an Kehlkopfkrebs. Frederick Benteen bleibt in der Armee, bis er mit seiner Kritik an Vorgesetzten zu weit geht und gezwungen wird, seinen Abschied zu nehmen. Noch jahrelang schreibt er Schmähschriften gegen Custer, dessen Andenken sein Leben bis zum Schluss überschattet. Während für viele Amerikaner die Schlacht am Little Bighorn ein Trauma bleibt, gelingt es einem, aus der Katastrophe Profit zu schlagen. Der Armee-Scout und Showman William Frederick Cody steht nur wenige Wochen nach dem Massaker in New York auf der Bühne. Er spielt die Hauptrolle in einem Melodram mit dem Titel Buffalo Bills erster Skalp für Custer.
Custer wird von Anfang an zum Märtyrer für den amerikanischen Fortschritt. Und das macht die Sache, die Eroberung des Westens, akzeptabler. Auch die weißen Amerikaner haben jetzt Opfer gebracht. Custer ist ihre Opfergabe. Und je größer und ruhmreicher sie Custer nach seinem Tod darstellen, desto bedeutender erscheint ihr eigenes Opfer, während sie den Indianern das Land wegnehmen. Aber am nachhaltigsten webt Libby an der Legende. Libby wird zur trauernden Witwe schlechthin. Sie mag sich die Rolle nicht ausgesucht haben, aber sie spielt sie den Rest ihres Lebens. Die Witwe hat eine immense Stellung in der amerikanischen Kultur. Solange Libby lebt, ist Kritik an ihrem Mann praktisch unmöglich. Sie schreibt 3 Bücher, in denen sie ihr Leben mit George als charmant, strahlend und ehrbar schildert. Ihre Bücher werden Bestseller und prägen das Bild Custers mehr als ein halbes Jahrhundert lang, bis zu ihrem Tod. Sie stirbt 1933, 4 Tage vor ihrem 91. Geburtstag. Libby hinterließ ein Bild von Custer, aber es folgten noch viele andere. Custer ist wie ein Blitzableiter. Er ist eine Ikone und deshalb zur Unsterblichkeit bestimmt. Er spiegelt den sich verändernden Zeitgeist und so wird er mit jeder Epoche neu erfunden. In 1941 kommt Errol Flynn's Custer in die Kinos. Und dieser Film, vor allem die Schlussszene, war zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig für die Amerikaner und ihre Auffassung vom Krieg. Die Zivilisation muss triumphieren. Und dafür brauchen wir Männer, die sich nicht ergeben, selbst angesichts einer überwältigenden Übermacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders während des Vietnamkriegs, wird dieser Mythos aus einer anderen Perspektive beleuchtet, vor allem in Little Big Man. Er dient jetzt Kritikern, die Custer als Irren zeigen, als durchgeknallten Größenwahnsinnigen. Sein letztes Gefecht wird zum endgültigen Beweis für seinen Wahn und damit für den Wahn von der imperialen Bestimmung Amerikas. Ein Held, ein Mythos, ist ein Symbol einer bestimmten Gedankenwelt. Unsere Einstellung zu den Ureinwohnern Amerikas hat sich geändert. Und indem wir unsere Vergangenheit aus dem Blickwinkel unserer Gegenwart betrachten, interpretieren wir Custers Bild neu. Er wurde vom Helden zum Schurken, vom brillanten Kommandeur zum Narren. Seine Persönlichkeit ist voller Makel, aber wir erinnern uns an ihn, wegen seines Ehrgeizes und seiner Rücksichtslosigkeit. Custer ist wegen der gleichen Dinge umstritten, die ihn so erfolgreich machten. Er war eine übergroße Persönlichkeit und nutzte die Mittel seiner Zeit, sich zu einer öffentlichen Figur zu stilisieren, die vieles verkörpert, was uns heute an der amerikanischen Geschichte Unbehagen bereitet. Die Art, wie sich Amerikaner in militärische Abenteuer stürzen, die Art, wie wir die Indianer und andere Völker behandelt haben. Diese Dinge nagen an uns. Und wir haben mit ihnen noch nicht abgeschlossen. Und solange das nicht passiert ist, werden wir immer wieder auf Custer und die Kontroversen, die er auslöst, zurückkommen.